Die letzten zwei interessanten Zeugen bei uns im Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag zum Desaster der zweiten Stammstrecke waren die ehemalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier und ihr Nachfolger Christian Bernreiter. Die Kerstin Schreier hat sich dargestellt als diejenige, die unbedingt aufklären wollte, angeblich das Desaster dieses Projekts. Schon früh, nämlich im Jahr 2020, also vor 3 Jahren schon, hat sie erkannt, dass die Hütte brennt, wie sie wörtlich gesagt hat, und hat alle möglichen Leute versucht aufzuscheuchen und um Hilfe zu bitten. Beispielsweise den damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dem hat sie Briefe geschrieben, hat mit ihm telefoniert und ihn wach zu rütteln versucht. Er hat aber keine Hilfe geleistet. Er hat sogar abgestritten, dass ein Brandbrief von Schreier sein Haus, das Bundesverkehrsministerium, erreicht hat. Das konnte aber anhand der Akten widerlegt werden. Deswegen haben wir ihn wegen Verdacht auf uneidliche Falschaussage Strafanzeige erstellt. Außerdem wollte die damalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier natürlich Hilfe von ihrem Chef, vom Ministerpräsidenten Söder. Auch den hat sie alarmiert und hat sich Hilfe erbeten. Allerdings ist sie von dessen Staatskanzlei massiv ausgebremst worden, denn wie es sich aus den Akten ergibt, hat man anscheinend Angst gehabt vor der anstehenden Bundestagswahl und dass die Stammstrecke einem möglichen Kanzlerkandidaten Söder seine Ambitionen beeinträchtigt. Erst als die Bundestagswahl rum war und Söder Kerstin Schreier ausgewechselt hat, sollte es plötzlich schnell gehen mit der Aufklärung des Desasters. Und der neue Verkehrsminister Christian Bernreiter hatte dann anscheinend gegen keine Widerstände aus der Staatskanzlei mehr zu befürchten. Es sollte offensichtlich schnell gehen, weil ja dann schon jetzt heuer 2023 die Landtagswahl ansteht. Mir stellt sich das so dar, dass der Meister des Vertuschens und Verheimlichens dieses Desasters Ministerpräsident Markus Söder ist. Und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf seine Zeugenaussage am kommenden Donnerstag.